selten zieht sich das Erlebnis bis tief in die Nacht, auch draußen auf den Plätzen, wo die Luft jetzt so angenehm mild und die nächtliche Welt noch so lebendig ist. Fortunato Simdoni ist Cantastorie, das ist so eine Art Bänkelsänger. Die Cantastorie, die haben hier eine jahrhundertelange Tradition und manches Mal kann man sie auch noch heute hier in den Straßen und auf den Plätzen treffen. Sie singen dann aus früheren und heutigen Zeiten und manches Mal zitieren sie auch Lyrik über menschliche Schicksale. In den Zeiten, als es noch kein Fernsehen und kein Radio gegeben hat, da waren sie natürlich auch so eine Art Nachrichtenbörse. Aber immer schon, so auch heute, haben sie sich als moralische Instanz verstanden, die Denkanstöße geben will mit ihren Geschichten. Auf Schautafeln werden die eindringlichen Geschichten bebildert, damit jeder zum Beispiel auch weiß, wie wichtig die legendären Stützpfeiler Siziliens für die ganze Insel tatsächlich sind, etwa im Kampf gegen Mafia und Korruption, die eben kein naturgegebenes Schicksal sind.